Hallo und herzlich willkommen zu den Shutter News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Ja, ihr habt es vielleicht schon richtig bemerkt, heute auf dem Golfplatz. Wir haben heute einen Familienausflug gemacht zum Golfplatz, haben ein paar Bälle geschlagen, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, kann ich euch auch nur empfehlen. Kostet dann so ein Eimer voller Bälle 2,50 Euro und kann man dann so ein paar Bälle schlagen, macht ganz viel Spaß. Jetzt aber zu den Shutter News. Insta360 hat den Nachfolger von der Insta360 X3 rausgebracht, also der 360-Grad-Kamera, die bisher sogar meine Lieblings-Action-Cam-Kamera war, die ich auch schon im anderen Shutter News Video erwähnt habe. Jetzt gibt es davon eine Zweitversion und die Verbesserungen sind wirklich nötig und auch wirklich genau an den richtigen Stellen. Denn jetzt hat sie statt der 360 Grad 5,7K Videoauflösung jetzt 8K Videoauflösung. Bisher war es ja so, wenn man dann aus dem 360 Grad Video einen normalen Frame gemacht hat, dass man dann danach Full HD rausbekommen hat. Jetzt ist es so mit den 8K, dass man dann 2,7K ungefähr sowas rausbekommt und jetzt schon einfach eine höhere Auflösung hat. Die Framerates haben sich auch ein bisschen verändert. So konnte man vorher in 5,7K mit 30 FPS filmen und jetzt kann man in 5,7K in 60 FPS filmen. Da das aber jetzt vollkommen egal ist und in 8K filmen möchte, geht das nur in 30 FPS und so muss man jetzt wieder zwanghaft, wenn man halt Slow Motion haben will, auf die weniger Auflösung gehen, sodass es dann auch zum Beispiel 100 Frames nur in 4K gibt und halt dann eher immer Kompromisse machen muss. Also eine Slow-Motion-Kamera ist das ganz bestimmt nicht. Man konnte jetzt auch noch diesen Single-Lens-Modus nutzen, sodass man nur in einer Linse aufnimmt, dann kriegt man da auch höhere Framerates hin, aber das ist ja jetzt nicht der ganze Sinn und Sache einer 360-Grad-Kamera. Also ich würde sagen, hier muss man einfach darauf verzichten. Man kann auch übrigens mit dieser Kamera 72 Megapixel Fotos aufnehmen, 360 Grad natürlich, was ich sehr attraktiv finde, ist bestimmt nett mit rumzuspielen. Das Ganze hat jetzt auch noch eine Protektionslinse dazu bekommen, finde ich auch wirklich sehr hilfreich. Vorher war es ja einfach nur die Linsen ungeschützt, einfach nur drumherum, war einfach zu zerkratzen und alles. Jetzt gibt es dafür so welche Plastikschutzhauben, die sollen auch relativ gut sein, es gibt keine weiteren Flares, dann soll dann eher die Pro, also dieses Pro-Glas, was dann auch richtiges Glas dann verbaut hat, mehr Flares haben und eher nicht so gut sein. Das Plastik soll also da schon wirklich gut sein und es soll jetzt auch nicht so viel kosten. Und jetzt könnte man sich sowohl als Filmmacher, aber auch nur als insgesamt Hobby, so ein bisschen Familienvideos, Schneider, sagen, ey, brauche ich überhaupt eine Kamera? Ja, auf jeden Fall. Denn wozu kauft man sich eigentlich ein neues Smartphone? Eigentlich immer ist der Grund, um ein neues Smartphone zu kaufen, ja, die Kamera ist jetzt viel besser geworden, es gibt jetzt 48 Megapixel und alles. Bei einer 360-Grad-Kamera ist dann doch die Qualität dann nochmal ein größerer Sprung zu einem iPhone. Und ich finde, auch die Spaßigkeit ist damit nochmal sehr, sehr viel improved. Also nochmal verbessert worden. Vor allem, wenn das Ganze dann nur 570 Euro kostet, was ja dann auch nur wirklich sehr wenig ist im Vergleich zu einem Handy, wo du dann zwar für die Kamera, aber halt auch nochmal für die ganzen anderen Verbesserungen aufteilst. Für die nächste Neuerung habe ich jetzt mal das Objektiv gewechselt. Jetzt seht ihr mich über die Brennweite von 24 mm. Das ist auch ungefähr die maximale Brennweite des neuen Sony-Objektivs, denn es handelt sich um das Objektiv, das 16 bis 25 mm. Und ihr merkt, das ist schon recht weitwinkelig und eigentlich könnte man in dieser Situation schon noch mehr ranzoomen. So, aber das ist okay. Es gibt ja auch andere Objektive, wie zum Beispiel das Sigma 14 bis 24 mm, was ich gerade drauf habe. Das lohnt sich ja noch wegen der schon recht weitwinkligen Brennweite von 14 mm. Das Ganze ist jetzt nur, das Sony geht nur bis 16 mm. Und das ist jetzt wieder also ein blöder Kompromiss von beiden richtigen guten Seiten der Welt. Denn bisher hatte man die Möglichkeit, entweder 16 bis 35 mm von Sony, was den Vorteil hatte, bis 35 mm filmen zu können und sogar im APS-C-Crop sogar bis 50 mm, was ja eine wirklich tolle Range ist, 16 bis 50 mm. Oder halt, wenn man noch weitwinkliger haben will, entweder das Sony 12 bis 24 oder das Sigma 14 bis 24. So hatte man diese zwei Welten. Jetzt hat Sony wieder den blödsten Kompromiss gemacht, den man nur machen kann, 16 bis 25. Gut, für diejenigen, die jetzt 16 mm vollkommen in Ordnung sind, ist das okay. Und ich glaube, ich würde auch mit 16 mm rauskommen. Nur halt jetzt diese Kombo aus beiden finde ich irgendwie nicht richtig gut. Ich meine, die Bildperformance ist wirklich gut. Wir haben hier Top-Schärfe bis in die Ränder, keine chromatischen Aberrationen, fast kein Breathing, was für Sony-Objektive wirklich Hammer ist. Bisher musste man ja immer da diese Breathing-Korrektoren in der A7-4 aktivieren, damit das noch halbwegs noch ertragbar ist bei den Sony-Objektiven. Das alles ist jetzt hier wirklich super. Manche haben auch gesagt, das ist besser als die erste Version des 1635er von Sony 2.8 und ich würde sagen, das ist ja dann schon mal ganz nett. Das Ganze soll 1100 bis 1300 Dollar kosten, also sagen wir mal, treffen wir uns in der Mitte, 1200 Dollar.
Euro umgerechnet, lassen wir mal 1200 Euro. Und jetzt muss man sich denken, gut, was hat man jetzt für Alternativen? Denn es ist ja ein Sony-Objektiv, das ist teurer, als man es jetzt bei Drittherstellern nur bekommen könnte. Die Budget-Alternativen wären jetzt das Sigma 16 bis 28 mm 2.8. Bildperformance ist auch wieder toll, Schärfe technisch, alles super. Der einzige Haken wäre jetzt hier nur, der Autofokus ist nicht so gut. Da haben das noch ein paar kritisiert. Aber ganz ehrlich, was will man mit einem Weitwinkel kritisieren, dass da der Autofokus nicht funktioniert? Ich kann jetzt hier vor- und zurückgehen. Viel wird sich hier an der Hintergrund und Schärfe nicht ändern. Hier sollte man den Autofokus also jetzt nicht wirklich als Präferenz nehmen. Dann gibt es noch das Tamron 17 bis 28 mm. Hier muss ich sagen, das wird mir langsam ein bisschen zu knapp. Die Range wird mir zu wenig. Hier würde ich sagen, 17 mm ist für einen Ultraweitwinkel für mich wieder nicht weitwinklig genug. Hier würde ich sagen, nee. Dann gibt es noch das Sony 16 bis 35 mm 2.8. Erste Version, sowohl zweite Version und natürlich dann auch noch die F4 Version. Und eine Möglichkeit haben wir noch, nämlich das Sigma 14 bis 24 mm 2.8. Ach, was ich auch gerade drauf habe. Jetzt mache ich mal einen Weitwinkel rein. Guck mal, jetzt sieht's geil aus. Das sind jetzt 14 mm. Und wenn ich jetzt mal hier so die Varianten so einmal vergleiche, muss ich sagen, es gibt nur so wirklich zwei, drei Optionen, die für mich in Frage kommen würden. Einmal das Sony 16 bis 35 mm 2.8, denn das bietet einfach diese super Range bis 35 mm mit Blendenöffnung 2.8 und dazu noch den Vorteil, dass es einen 32 mm Filter Thread hat, dass man auch noch gut Filter draufschrauben kann. Das ist viel einfacher als bei meinem Sigma, denn da muss man sich erst ein 150 mm Set kaufen, um dann die Filter reinzuschrauben. Alles weitere, das ist schon mal viel einfacher mit und halt dann noch die Möglichkeit, in das ganz Weitwinklige zu gehen, mit dem, halt dem Kompromiss, dass man nicht mehr diese 35 mm hat. Dafür aber, wie gesagt, die 14 oder 12 mm. Die ganzen Variationen da in der Mitte, wie das 16, 28 von Sigma oder halt jetzt das 16 bis 25 von Sony, finde ich so ein bisschen, und das Ganze kostet ja immer noch 1100 Euro, 1200 Euro des Sonys. Wenn man dann jetzt noch ein bisschen Aufpreis zahlt, nämlich 1400 Euro und das jetzt in einer nicht rabattierten Aktion, dann kriegt man das Sigma 14 bis 24 mm nochmal 2 mm mehr in einem Ultraweitwinkel und ich sage euch, das ist nochmal eine größere Range, also dann würde ich lieber diese Option wählen. DJI ist jetzt auch mit deren großen Akkus mit dabei. Es gab ja bisher so Varianten von anderen schon Marken, wo die dann halt diese riesigen Akkus gebracht haben, wo man dann auch ein Solarpanel dran anschließen kann, dass da dann auch dann die ganze Energie dann drin gespeichert wird. Das Ganze gibt es jetzt auch von DJI. Einmal die 500er Version und einmal die 1000er Version. Wie es schon im Namen drin ist, die 1000er hat halt eine größere Kapazität. Ist bestimmt wieder eine schöne Sache, möchte ich jetzt aber auch nicht zu weit drin gehen, interessiert bestimmt auch nicht alle. Und es gibt jetzt auch in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Videos über die NAB 2024, sozusagen eine Filmermesse, Kameramesse, wo sozusagen alle Sachen vorgestellt werden, die jetzt so neu rausgekommen sind. Und jetzt fange ich erstmal mit dem ersten an, was ich gesehen habe und auch eigentlich mit dem interessantesten, nämlich einer meiner Lieblingsamerikanischen YouTuber hat ein neues Stativ rausgebracht, was ich jetzt ganz einfach, ganz schnell mit der Höhe verstellen ließ. Bisher hatte man ja das Problem, dass man immer alle jeden einzelnen Bein selber einstellen musste. Dann kam Sachtler mit deren Technologie, dass man nur jeden einzelnen Stab einmal hochmachen konnte. Da konnte man das jetzt machen. Jetzt gibt es das Ganze mit einem Handgriff, dass man dann nur noch den drücken muss, ausfahren muss, loslassen und das war's. Auch schon eine Technik wird bestimmt gut verkauft. Jetzt müsste man nur noch einmal den Preis abwarten. Zoom noch einmal raus, das machen ja alle Filmmacher. Mache ich auch. Das, was es noch auf der NAB gab, das fand ich auch interessant, das sind die Fujifilm GFX 100 Mark II umgebaut wurde als sozusagen Filmkamera. Da wurden dann ganz viele Sachen dran adjustiert mit noch einem weiteren Display, mit einem größeren Akku und alles weiter. Finde ich eine schöne Idee. Jetzt hat man eine Medium-Format-Kamera als Filmkamera. Eine Sache würde ich da wirklich einmal kritisieren müssen. Erstmal, wie sieht es aus mit den Filmformaten? Hat es ein Log-Profil? Kann man damit gut filmen? Und die zweite Sache, als Medium-Format-Kamera, das müsste doch eigentlich sehr viel Rolling Shutter haben. Meine A7 IV hat schon sehr, sehr viel Rolling Shutter. Wie sieht es dann mit einer Medium-Format-Kamera aus, die 100 Megapixel hat? Peter Pixel hat heute Morgen auch noch ein Video veröffentlicht, wo es um die größte Kamera der Welt momentan gibt. Da es ging um eine Kamera, die für Astrofotografie gedacht sein sollte. Sie hat volle 3200 Megapixel. Müsst ihr euch mal vorstellen, die höchste Kamera von Sony mit den höchsten Megapixeln ist die Sony A7 R5. Die hat 61 Megapixeln. Jetzt hört euch mal den Namen an, 3200 Megapixel. Das finde ich krass. Da das Ganze bestimmt auch heiß wird, wie auch bei allen anderen Kameras, muss man hier natürlich auch ein Kühlungssystem mit verbauen. Deswegen wird die Kamera ständig auf die Temperatur von minus 100 Grad Celsius runtergekühlt, was ich auch schon sehr, sehr krass finde. Und das, was ich auch noch ein bisschen
komisch fand, was aber bei einer so großen Kamera eigentlich auch klar ist. Die Verschlusszeiten sind ja natürlich ganz anders als bei einer normalen spiegellosen Kamera, wie zum Beispiel bei meiner A7 IV. Die kann ja ein 1/8000stel fotografieren. Die schnellste Verschlusszeit von dieser riesigen Kamera sind 0,9 Sekunden, also fast schon eine Langzeitbelichtung, wie ich es hier nennen würde, wie man, wenn man zum Beispiel hier das Wasser glatt haben möchte. Werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Und ich habe in einer meiner letzten Shutter News mal erwähnt, dass eine neue Fujifilm Instax-Kamera rausgekommen ist. Und da war ich ja eher so negativ dagegen, denn diese Filme haben ganz schön viel gekostet. Seitdem habe ich mich ein bisschen informiert über eigene kleine portable Drucker, denn ich fand die Idee wirklich cool, auch mal deine Bilder auszudrucken. Denn ich habe die Möglichkeit, von meiner Kamera direkt auch die RAWs auf mein Handy zu spielen, dann in entweder einer Fotos- oder Lightroom-App zu bearbeiten. Und dann könnte ich theoretischerweise dann auch direkt dann diese Fotos dann auch ausdrucken, wenn ich einen kleinen Drucker dabei hatte. Und diese Drucker gibt es. Es gibt welche von Kodak, Fujifilm, nämlich von Fujifilm Square Link heißt das Ganze dann. Der kostet 116 Euro, ist dann so ein kleiner Drucker, ist auch einer der neueren. Die können dann super Sachen ausdrucken, wirklich auch mit guter Qualität. Das ist dann auch ein richtiger Film, das dauert dann eine Minute, bis die dann noch richtig zu sehen sind, sind wasserresistent, das klappt dann wirklich super. Die Filme, die kosten für 20 von diesen Papiers ungefähr 16, 17, 18 Euro. Finde ich also auch noch okay, macht man ja jetzt auch nicht immer, aber ich finde die Idee einfach schön, sowas zu haben. So, das war es jetzt aber mit den Shutter News. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hab's nämlich. Ciao.